Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Status-Update zur Lego Maze Force Aktion. Wie es aussieht, ist jetzt das aktuelle Gift with Purchase 4040 Death Star 2 Battle ausverkauft, beziehungsweise der Vorrat an Gratisbeigaben ist aufgebraucht. Wir sind hier auf der Aktionsseite und da sehen wir, das Set wird auch nicht mehr beworben, wenn wir hier mal auf den A-Wing gehen und ihn in unseren Einkaufskorb liegen. Man sieht auch schon, den A-Wing gibt es auch nur noch auf Nachbestellung. Zum 13. Mai wird er dann versandt. Dann gehen wir ja auf unseren Warenkorb und das Set gab es ja schon bei 75 Euro an Star Wars Einkäufen. Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Das heißt also, entweder hat Lego zu wenig Sets eingeplant oder es haben doch mehr Leute als gedacht zu Maze Force eingekauft. Die Aktionen waren ja jetzt nicht ganz so gut. Nun ist es natürlich noch blöder, dass eben nach nicht mal 2 Tagen auch das besondere Geschenkset ausverkauft ist. Was natürlich für mich den Anreiz noch kleiner macht, jetzt nochmal etwas einzukaufen. Ich hatte ja gehofft, dass es am 4. Mai nochmal irgendwie den Knaller gibt. Und dann hätte ich vielleicht nochmal ein zweites Death Star 2 Battle mitnehmen können. Allerdings macht Lego da jetzt einen Strich durch die Rechnung. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wenn ihr noch irgendeine Meinung habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich glaube, wir haben da jetzt schon eigentlich genug drüber geredet, wie blöd das dieses Jahr ist, aber ich wollte euch einfach nur noch mal darüber informieren, dass das Gratisgeschenk jetzt aufgegriffen ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.